weiterforschen, bitte? Danke. Sicherheitsdienst, Tierpraxis und Quarantäne. Warte, was? So, jetzt hat. Aber das habe ich doch gerade schon. So. Gehege. Wildhunde. Oh. Blutwitterungsmarkierung. Art. Afrikanische Wildhund. Oh. Jetzt geht's denen aber sehr gut. Das da, ein Pappkarton. Das mache ich dann statt dem. So. Gut. Ah, Gehege Art züchten. Züchte ein neues Gehegetier. Inspektor in 18 Monaten. Sieht einsam aus. Ist wirklich klein. Ich brauche etwas zu trinken. Ja, dann stell dich doch mal hier an. Der Flamingo sieht einsam aus. Futterbeschäftigung. Das ist der R wie rosa Flamingo. Futterbeschäftigung. Achso, das brauchen die gar nicht. Futterbeschäftigung. Suchfutterbecken, aber das ist halt so riesig. Das ist halt so ultra riesig. Und dann tue ich den mal hier vorne. Das ist halt so ultra riesig. Naja. Ja, jetzt geht's den wieder. Stabiler Rückzugsort. Ah, der ist jetzt, glaube ich, wieder ein bisschen zu klein. So. Ich glaube, ich muss das nochmal vergrößern und dann nochmal vergrößern und so und dann nochmal einen größeren Rückzugsort machen. So. Alles einfach mit Heu auslegen. Und das da dann wegmachen. Ich werde eigentlich nochmal. Krass. Der pusht jetzt aber. So, hier die da kommen nach hier hinten.
Pelz ist zu wenig. Dann machen wir doch mal kurz Pelz. So. Leidet unter niedrigen Wohlbefinden. Was? Stress. Okay, jetzt geht es dem wieder gut. Ja, ihr seid halt zu stressig hier. Soziale Gruppe. Hä? Wo bist du denn? Hier hinten sollst du gehen. So. Sieht sich an, ist alles gut. Springbock. Ja, hier, das muss ich halt noch besser füllen. Der da ist ja richtig heftig. Also, der forscht die ja weg wie sonst was. Dann würde ich sagen, schauen wir mal an, ob wir warte mal. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, warte mal. Die habe ich jetzt. Nee, das ist das Männchen. Wo ist das Weibchen? Da. Das habe ich für Geld jetzt gekauft, ne? Ah, stimmt. Schade. So, ja. Wildhunde sind komplett durchgeforscht. Forsch mal hier. Ja, denn der ist auch gleich fertig. Gut. Das heißt, ich brauche immer noch ein Springbock-Weibchen, aber für, ich sag mal, echt Geld. Also, stimmt natürlich nicht. Filter. Knacki, knacki. Come on. So. Springbock-Weibchen. Fruchtbarkeit nicht so gut. Aber es ist ein Springbock-Weibchen. Hat halt 10% Springbock. Oh, das ist ja noch blöder und teurer. Dum, 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 dum. Verlegen hier rein. Super. Vor allem ja die super. Ja, komm. Weiter. Vor allen Dingen, dadurch geht's hier dann schon besser ab. Schon ein süßes Tier.
Ja. Was machst du da? Frisst du oder? Ne, wahrscheinlich nicht. Gut, Sozialgruppe. Ah, ist jetzt 100%. Wahrscheinlich wegen den anderen Tieren. Oh, wie alle jetzt da hinkommen. Oh, ist das süß. Das mag ich. Gut. Hier ist jetzt auch jetzt stabil. Oh, 13.000 bekommen wir. Das ist natürlich super. Hier, abgeschlossen. Steppenzebra. Ah, super. Das ist genial. So, Gehege. Rosa Flamingo ist mir jetzt gerade egal. Jetzt kommt Steppen mit S. Springbok und Steppen. Ah, ja, jetzt haben wir den Greifball. Ich mache mal hier die Spielsachen, damit die ein bisschen weiter nach vorne gelockt werden. Ich mache mich ja jetzt mal auf die Suche nach diesen Tieren. Afrikanischer Wildhund. Von hier aus rosa Flamingo und blauer... Oh, dieses Tierbaby ist total goldig. Das stimmt. Ja, wenn du dich nach der Suche nach den Hunden machst, dann würde ich hier hinschauen. So... Ernährungsqualität der Mahlzeit ist so lala. Gut, wo muss ich denn das... oh oh. Ich hoffe, der rollt jetzt nicht da rein. Nein! Flatsch. Ich bin mal gespannt, ob das je wieder auftauchen wird. Gehege ist beschädigt. Warte. Zuerst kommt das da. Sehr schön. Und dann wird... Alter, es gibt so viel. Nee, du forsch mal hier das da. Baustatus. Gut, der soll das jetzt mal reparieren. Genau. Und das da Techniker rufen. Okay, alles klar. Sehr schön, sehr schön. Gut. Den Zoo geht's gut. Ui, nochmal die Forschung abgeschlossen. Nochmal Steppenzebra. Ja, schau, der Brad Maloney, der ist total krass. Der Fern Müller, der ist halt immer noch beim Level 2. Und der ist schon bei Level 4. Junge, Junge. So. Qualität der Mahlzeit, soziale Gruppe. Hier gibt es noch so einen Futterspender, den mache ich mal hier, hier hin. Okay. So, verfügt über kein Sicherheitsding, Tierpraxis und Quarantäne. Ja, das könnte ich sogar bald mal bauen. Das baue ich mal hier hin, weil das hier ist ziemlich relativ in der Mitte. Quarantäne. Einrichtungen. So, Tierpraxis. So. Hä? Was ist da gerade passiert?
Also wahrscheinlich war der zu nah an. Keine Ahnung. Und dann, warte, Werkstatt habe ich. Und dann gibt's noch Quarantäne, ne? Ne, Quarantäne ist. Ne. Hier, Quarantänebereich. Ah, das brauche ich eigentlich. Ne, das brauche ich eigentlich nicht. Über keinen Sicherheitsdude. Wasseraufbereitung hat versagt. Techniker rufen. Gehege ist beschädigt. Genau, das macht jetzt der Techniker. Gut, gut, gut. So, dann schaue ich mal. Meinen Tieren geht's allen gut, ne? Ja, super. Super, super. Sozialverhalten. Ist halt. Die sind halt immer noch zu klein, ne? Wobei jetzt ist der Platz langsam. Erwachsenenpopularität ist immer noch klein. Aber das wird ja mit der Zeit. Ja, Wasser wollen die eigentlich mehr haben. Dann, ja, mache ich hier einfach nochmal. Warte, hier. Oh, Blaupfau. Oh. Zwillinge. Sehr süß. So. Gut. Dann mache ich das mal hier, die Barriere. Plus. Ja, komm. Machen wir hier nochmal so ein Viertel dran. So. Sparen. Ich wollte hier. So. Und, hier machen wir. Das habe ich ja nämlich, warte. Ah, nee, das muss ich noch erforschen, ne? Wahrscheinlich. Gut. Dann mache ich den da hier weg und weg. Und dann habt ihr plötzlich wieder mehr Platz. Und dann mache ich kurz Pause. Pause? So. Weil dann, erweitere ich das hier. So, also Erde ist zu wenig, lang ist zu lang. So, also. Aber erstmal mache ich hier. Warte, dann mache ich zuerst den da mal komplett noch da. Und ach so, ja, stimmt. Wasser muss ich ja jetzt auch wegtun. Tut mir leid. So. Gut. Aber dafür bekommt ihr jetzt mehr Wasser. Ist doch. Also mehr in der Menge und nicht in. Ja, wisst schon. Warte, Größe können wir ein bisschen stärker machen. Nein. Oh Mann. Weg da. So, gut. Jetzt geht's hier wieder flach hin. So. Nee, das kommt mal hier hin. Dann mache ich mal Wasser. Aber wegen denen.
verlegen. Gut. Jetzt kann ich nämlich Wasser machen. Ne? Ah, warte. Hier sieht es nicht ganz so gut aus. So ist jetzt ja hier so eine Beule drin, wahrscheinlich wegen denen. So. Genau. Und das da geht wegen denen da nicht. Nicht. So. Jetzt ist es wieder ganz normal. Gut. So. Wieso geht das hier nicht? Ah, wahrscheinlich hier, okay. Weil es da sonst ausfließen würde. Rausfließen. Upp. So, Geländer. Zum Glück kann man hier auf Pause drücken. So, kann ich jetzt hier Wasser lassen? Nein. But why? Ist der zu nah? Kann ich hier jetzt? Das ist ja jetzt komisch. Warte, dann mache ich einfach hier komplett rüber. Und dann können sie halt hier noch schwimmen. So. Warum kann ich so hoch nicht machen. Das ist viel zu nieder. Sag ich jetzt nicht wegen dem. Wegen dem Vogel. Tja. Wieso kann ich hier jetzt kein Wasser mehr machen? Beziehungsweise nicht mehr so, wie ich will. Ich will hier hin. Hier schön Wasser. Das geht nicht. Die Sauberkeit malen über. Es geht halt nur da unten. Aber warum? Oh. Ich komme nicht klar. Ja, wahrscheinlich hier, deswegen, warte. Es geht einfach nicht. Dann machen wir hier halt ein bisschen höher. In der Hoffnung, dass er dann aufhört zu zicken. So. Jetzt hat aber, oder? Hier. Nein! Warum auch sollte er das machen? Hier geht er nicht rüber. Wieso will er das nicht? Wegen dem kleinen Vogel? Warte mal. Verlegen. Hierhin. Verlegen. Hierhin. Kurz Start. Und so. Wenn das jetzt... Ja. Wow. Super. Die waren einfach zu nah. Hatten die Angst zu ertrinken. Warte, dann mache ich die mal weg. Und wo ist das Wasser?
Sweet. So. Und dann schaue ich mal. Qualität der Mahlzeit ist gerade blöd egal. Wasser ist. Genau, Fels brauchen wir jetzt noch. Okay, alles klar. Fels wird gemacht. So. Jetzt geht's dir gut. Super, endlich. Plupp. So. Gut, wie geht's meinen Typen? Wie geht's denen eigentlich? Qualität der Mahlzeit ist immer noch so lala. Was muss ich denn da forschen? Qualität der Mahlzeit. Ah, warte. Ich glaube, ich weiß, was ich forschen muss. Ui. Super. Und zwar hier die Forschung. Da muss ich, glaube ich, Mitarbeiterbereiche erforschen. Der ist auch viel schneller als der. Okay. Dann schaue ich mal, was ist. Sag jetzt nicht ein Flamingo. Oh, wie die. Die schauen einfach weg. Nee, wir haben nichts gesehen. Okay. Ich hab doch einen Techniker angefordert. Ja, der Status ist gerade nicht so geil. Warte, dann muss ich hier wahrscheinlich noch einen Techniker reinbauen. Warte, Mitarbeiter, Techniker hier einstellen. Und du, Dude, du holst dir... Warte, das brauchen wir alles nicht. Gehegewände, Einrichtung... Arbeitsbereich bekommst du hier die Wildhunde. Okay. Wupp. Wieso? Ja, geh erstmal Pause machen, wenn die in der Barrierenstatus so ultra gesunken ist. Ja, so, jetzt. Nein. Okay, der macht es jetzt. Okay, egal. Hauptsache, es macht irgendjemand. Die Schlange ist mir gerade zu lange. Das Gehege muss, ja, ist hier nicht sehr gut zu sehen. Es ist hier vorne. Hier vorne. Okay, von hier aus ist in Ordnung. So, okay. Schon wieder ein blauer Pfau. Junge, die sind aber jetzt gerade hier an Schüsseln hier. Ah, der Platz ist immer noch gut, oder? Ja. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. So, gut. Das ist ja sehr heftig. Dann würde ich mal sagen, wir verkleiden das hier innen, weil das ist ja echt nicht schön. Es regnet. Dieser Zoo ist klasse, danke.